Sehr geehrte Kollegen, sehr geehrter Herr Präsident, liebe Gäste auf der Tribüne. Herr Hoffmann, soweit ich mich erinnern kann, waren Sie früher selber einmal ein Mitarbeiter bei der GDZ, einer Vorgängerin der GIZ, also für die der Gesellschaft für Entwicklungszusammenarbeit. Und dann müssen Sie doch wissen, dass man die Ziele nicht von heute auf morgen erreicht in diesem Zusammenhang, sondern dass es eine nachhaltige Sache ist. Und wo Sie Frankreich erwähnt haben, gerade Frankreich geht im Bereich der multilateralen Zusammenarbeit wirklich vorneweg. Also wenn Sie sich schon an Frankreich orientieren, dann schauen Sie auch mal dorthin, wie bei denen die Entwicklungszusammenarbeit läuft. Da könnten wir uns an der einen oder anderen Stelle vielleicht noch eine Scheibe abschneiden. Und Herr Kollege Münz, auch noch ganz kurz zu Ihnen, allein die Wortwahl. Aber auch der Inhalt der Rede zeigt, dass Sie noch im Bereich der Entwicklungshilfe der 50er Jahre sich aufhalten. Sie haben von der Entwicklung zur Entwicklungszusammenarbeit noch überhaupt nichts mitbekommen. Über die Frauenprojekte wollen wir gar nicht weiterreden. Sinn und Zweck, glaube ich, kann ich Ihnen in diesem Leben nicht mehr beibringen. Aber was Ihr AfD-Kollege Böhringer gestern in seiner Rede vom Stapel gelassen hat, ich weiß nicht, ob jemand sie gehört hat, das ist wirklich an Ignoranz und Menschenverachtung gar nicht mehr zu überbieten. Wie er sich über wichtige Projekte der Entwicklungszusammenarbeit lustig gemacht hat, war wirklich ekelhaft. Er zieht damit alle Menschen in den Schmutz, die täglich in den Krisengebieten arbeiten, unter großen Einschränkungen und oft unter Einsatz ihres Lebens. Und deshalb möchte ich mich im Namen der SPD-Fraktion, aber wahrscheinlich auch der meisten hier im Hause an dieser Stelle einmal recht herzlich bedanken bei all den Menschen, die draußen im Feld arbeiten. Nun zum Haushalt 2019. Ich möchte Ihnen, Herr Minister Müller, und Ihrem Haus, aber auch meinen Mitberichterstattern, dem Kollegen Leutert, ich habe gehört, der ist heute krank, an dieser Stelle gute Besserung wünschen, meinem Kollegen Körber ausdrücklich auch vielen Dank für die gute Zusammenarbeit und vor allem aber auch den Fachpolitikerinnen und Politikern, die uns unterstützt haben, und den Mitarbeitern in den Büros. Recht herzlichen Dank aussprechen. Denn wir haben gemeinsam in diesem Etat einiges bewirkt, vor allem zwischen der Einbringung in den Haushalt und der Verabschiedung des Haushalts. Wir sind gestartet in die Haushaltsberatungen mit einem Etat von 9,725 Milliarden Euro. Und die meisten von uns werden sich noch gut an die Debatte erinnern. Es wurde verschiedentlich auf den Koalitionsvertrag verwiesen, in dem wir vereinbart haben, dass die Oderquote auf keinen Fall absinken darf. Deshalb hat auch und besonders meine Fraktion, vor allem unsere SPD-Fachpolitikerinnen und Politiker, Gabi Weber, die Sprecherin, aber auch Sascha Raabe, zu Recht darauf hingewiesen, dass wir uns die Zahlen im Laufe der Haushaltsberatungen noch einmal genauer anschauen müssen. Und das, liebe Kolleginnen und Kollegen, haben wir getan. Ich denke, das Ergebnis der Beratungen kann sich wirklich sehen lassen. Wir haben insgesamt noch einmal 700 Millionen auf den Entwurf drauflegen können. Und ich kann mit Fug und Recht behaupten, 350 Millionen davon hat unsere Fraktionsvorsitzende Andrea Nahles quasi auf den letzten Meter noch einmal in der Koalition herausverhandelt. Wir haben darauf geachtet, dass der Aufwuchs an die Ministerien fließt, die das Geld am nötigsten haben. Das Auswärtige Amt für die humanitäre Hilfe und das BMZ für Investitionen in Bildung, in Gesundheit und Infrastruktur vor Ort. Auf ein paar wichtige Projekte, die vor allem uns von der SPD-Fraktion besonders wichtig waren, möchte ich an dieser Stelle genauer hinweisen. Wir haben noch einmal 40 Millionen mehr, damit sind wir insgesamt bei 260 Millionen, für den Global Fund zur Bekämpfung von AIDS, Malaria und Tuberkulose zur Verfügung gestellt. Damit werden weitere lebenserhaltende Gesundheitsprogramme in Gang gesetzt werden können. Wir haben, um bei dem Thema Gesundheit zu bleiben, noch einmal 6 Millionen mehr für die Impfallianz GPI zur Verfügung stellen können. Hier geht es um Polio, um Kinderlähmung. Und Sie werden wissen, wir haben das Ziel der Ausrottung der Kinderlähmung fast erreicht. Wir sind quasi auch hier auf den letzten Metern. Und ich finde, es ist gut, dass wir gezeigt haben, dass wir hier nicht schlapp machen. Den zivilen Friedensdienst haben wir um 10 Millionen erhöht.
und die Freiwilligendienste um weitere 4 Millionen. Damit unterstützen wir vor allem junge Freiwillige, die in die Krisengebiete gehen, die in die ärmsten Länder gehen und die fast immer als Botschafterinnen und Botschafter für eine bessere Welt von ihrem Einsatz zurückkehren. Und Gleiches gilt übrigens für die entwicklungspolitische Bildung im Inland, die wir um 10 Millionen aufstocken konnten. Es ist wichtig, dass wir in Schul- und Bildungsprojekten schon unsere Kinder darauf hinweisen, dass wir eine Verantwortung für die Welt haben. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich möchte an dieser Stelle mit Ihrer Erlaubnis, Herr Präsident, einmal die Kanzlerin aus ihrer Rede heute Morgen zitieren. Sie hat gesagt, und jetzt hören Sie gut zu, wir können die Themen Flucht und Migration nur im internationalen Zusammenhang lösen. Es freut mich sehr, dass die Kanzlerin in ihrer Rede heute Morgen die Bedeutung der Vereinten Nationen so hervorgehoben hat. Und es wird daher auch Sie besonders freuen, dass wir die Mittel für die Vereinten Nationen um insgesamt 80 Millionen Euro erhöht haben. Der Kollege Körber hat schon auf UNDP hingewiesen. Ich möchte auch auf UN Women verweisen. Denn hier geht es ausdrücklich um Mittel für die Herstellung der Geschlechtergerechtigkeit. Und wir alle wissen, zumindest diejenigen, die sich in den Ländern aufhalten beziehungsweise die einfach schauen, wie es dort vor Ort läuft. Wir wissen alle, dass die Entwicklungszusammenarbeit über die Frauen läuft. Und deshalb finde ich es sehr wichtig, dass wir dieses Projekt unterstützen. UNICEF wurde schon erwähnt. Ich will noch sagen, GPE, die globale Bildungspartnerschaft, haben wir um weitere Mittel erhöhen können. Und gerade hier ist es wichtig, dass wir besonders den Kindern in den armen Ländern durch Bildung vor Ort eine Perspektive schaffen, damit sie in ihrem Heimatland bleiben können. Gut ist übrigens auch, dass wir mit Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 10,3 Milliarden Euro, die waren ursprünglich gesperrt, für die Jahre ab 2020 dafür sorgen können, dass die Projekte auch nachhaltig sind. Aber damit ist es nicht getan, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir müssen auch zukünftig unserer Verantwortung in der Welt gerecht werden. Und wir von der SPD-Fraktion werden dies immer und auch weiterhin tun. Vielen Dank. Vielen Dank. Nächster Redner ist die Abgeordnete Helin Evrim-Sommer für die